Seid begrüßt, Freunde. Die Frau, Nachname wird nie genannt. Sensiale. Ist schon wieder mega happy, wie man sieht. Ist auch optisch vorbereitet. Es geht wieder ins Flugzeug. Für uns geht es morgen früh nach Siede. Wir können es gar nicht erwarten, bis wir endlich wieder ins Flugzeug steigen können und der Start endlich losgeht, das Ding sich in Bewegung setzt und wir einfach nur von hier verduften können. Gerade in diesen Zeiten, da wartet man einfach nur drauf, bis endlich der Urlaub da ist. Habe ich recht? Ja. Und wir nehmen natürlich die Kamera mit und werden ein kleines Video draus schneiden. Morgen 11.15 Uhr soll es eigentlich losgehen. Mal gucken, ob das auch so klappt. Wir verfolgen mal heimlich die Meller und bedanken uns schon mal vorher beim Michel, dass er uns morgen zum Flughafen fährt. Dankeschön! Ja, hier werden schon die Koffer fleißig gepackt. Es wird alles nochmal kontrolliert, ob man irgendwas vergessen hat. Hab ich recht? Mhm. Und, hast du was vergessen? Ja, meine Schuhe. Jetzt fahren wir in den Urlaub! Ein Jahr hat es jetzt gedauert, seit unserer Hochzeitsreise. Und jetzt geht's endlich wieder raus in die Lüfte. Ihr werdet es ja im Video sehen. Wir nehmen euch auf jeden Fall überall mit hin und werden dann was Schönes draus schneiden. Auch als kleine Erinnerung. Also seid dabei und bis dann. So, der Tag ist endlich gekommen. Die letzten Optimierungen vom Koffer werden gemacht. Die Sonne geht gerade auf. Aber wir werden auch schon in einer halben Stunde abgeholt, deswegen haben wir gar nicht so viel Zeit und sehen uns am Flughafen. Bis gleich. Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann durch das Geflimmer, aber unser Flugzeug ist vor 10 Minuten erst in Antalya gestartet. Wir stellen uns schon mal auf eine große Verspätung ein. Jetzt geht es erstmal zum Flughafen und dann zum Check-in. Und dann werden wir sehen, was los ist. Am Flughafen angekommen und ich würde mal sagen, wir sind die Letzten. Und das, obwohl das Flugzeug erst wann losfliegt? In 4 Stunden gefühlt? Naja, egal. So, wir haben es endlich geschafft. Die Koffer sind abgegeben, Tickets sind da und gefühlt wie immer habe ich das Glück, dass ich am Fenster sitzen darf. Ich habe wieder den F-Platz bekommen. Aber wir machen es heute anders. Wir drehen um und dann ziehen wir die Karten. Und hoffentlich kriege ich diesmal einen Fensterplatz. Ah, vielleicht könnte ich diesmal meinen Fensterplatz verlieren. Wir gucken mal. Wir machen das jetzt einfach mal high live. Achso, ja, stimmt. Warte. Jetzt wird gezogen und wir gucken mal, ob ich wieder den Fensterplatz abbekomme. Ich weiß wirklich nicht, welcher ist. Ich auch nicht. Traue ich mich auf den zu gehen oder auf den zu gehen? Nehme ich mal den. Ich nehme den. Oh, das gibt's. Fensterplatz! Das ist doch scheiße. Also, wir sehen uns gleich am Fenster. Ich kann's einfach. Sehr, sehr gut. Gut, haben wir das auch geklärt. Wir haben jetzt noch Zeit. Das Flugzeug fliegt noch knapp 2 Stunden von Antalya. Auch wenn hier noch beim Check-in steht noch Abflug 11.15 Uhr. Wird aber niemals funktionieren. Also werden wir jetzt noch entspannt ein wenig chillen, was trinken und auf die Familie warten, die uns gern heute in den Urlaub verabschieden möchte. Wir sehen uns, denke ich, nach der Sicherheitskontrolle wieder, wo wir im Wartebereich dann sind oder im Flugzeug. Ihr werdet es ja gleich sehen. Bis gleich!
So, wir sind jetzt eingecheckt. Wir sind durch die, wie nennt man das? Sicherheitskontrolle? Durch die Security Control. Genau. Bei mir hat es noch wieder gepiept, warum auch immer. Hier, wir müssen gleich nochmal in unseren riesigen Duty Free. Und beim Herrn hat es wieder nicht gepiept. Beim Paul, Entschuldigung. Ich bin ja auch kein Bombenleger. Ich musste sogar zu einem Sprengstofftest, als würde ich sowas machen. Sehe ich. Alles super. Bis dann. Und wie ist so dein allgemeines Empfinden, Mella? Ich bin aufgeregt. Warum? Mein Herz klopft, weil ich immer aufgeregt bin vom Fliegen. Aber ist doch was Schönes. Ja, man hat trotzdem Respekt davor. Aber wenn ich dann drinnen sitze, dann geht's wieder. Dann bin ich wieder ein bisschen entspannter. So, wir haben es jetzt ins Flugzeug geschafft und gleich geht's los. Gegen das LED-Licht können wir nichts machen, aber wir sehen uns in der Türkei. Und jetzt geht's raus. Yay, Urlaub beginnt. So, jetzt geht's zum Gepäckband. Und dann suchen wir unseren Shuttlebus mal raus. Hoffentlich finden wir unser Gepäck gleich. Es wird wieder ein Glücksspiel. Nope. Nope. Auch nicht unserer. Welcome to Antalya. Also gefühlt sind es vielleicht so 26 Grad, oder? Aber es ist schön warm. Es ist wärmer als in Dresden. Ja. Naja, wir suchen uns jetzt erstmal unseren Transport. Wir haben es endlich ins Hotel geschafft. Im Hintergrund kann man schon das Zimmer und das Bett sehen. Ich mache direkt mal eine riesen Roomtour. Fernseher, Kühlschrank, Schrank, Balkon, Bett mit Beistelltischen. Und hier geht's nach draußen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir wollen unbedingt noch was vom Abendbrot abbekommen. Da ist unser wunderschönes Hotel. Achso, hier Schrank für Kleider, Klamotten. Und ich drehe mal um. Hallo. Das kleine, aber feine Bad. Mit einer relativ breiten Dusche. Und jetzt geht es aber erstmal schnell was schnabulieren. So, jetzt ist es mittlerweile halb 10. Wir haben jetzt Mittag gegessen. Wir haben Abendbrot gegessen. Jetzt gehen wir noch eine Runde spazieren und gucken uns ein bisschen alles an. Wir kennen das zwar schon, aber wir wollen mal gucken, was heute beim Abendprogramm los ist. Und dann gehen wir schlafen, weil wir ganz schön K.O. sind von dem Tag heute. Bis morgen. Guten Nachti. So, guten Morgen. Wir waren jetzt schon schön frühstücken und jetzt geht's endlich an den Strand, worauf wir schon so lange gewartet haben. Wir waren gestern noch mal ganz kurz unten, aber es war so dunkel, man hat nicht mal das Meer so richtig sehen können. Deswegen freuen wir uns jetzt und endlich geht's los. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, das Wetter ist natürlich utopisch. Kleiner Ausblick aus unserem Hotel mit Pool unten dran. Da drüben. Oder? Da drüben gibt es immer Essen, das ist unser Restaurant. Da waren wir gerade schön frühstücken. Da gibt es auch nochmal einen Pool davor. Da kann man auch auf der Terrasse oben essen, also ziemlich cool. Alles schön in grün gehalten, ne? Wie das für das Hotel hier normal ist. Das ist die schöne Palmallee, die zum Strand führt. Musik.
kann man wieder selber zapfen, ne? Ja, kann man. Das ist voll geil. Naja, dann los, dann nehmen wir uns gleich was mit. Wo du hin möchtest. Wir fahren auf jeden Fall dann schon. Ja. Die Begrüßung des Meeres beginnt jetzt. Wir gehen jetzt ins Wasser und tauchen jetzt erstmal ab und melden uns dann nachher. Ich würde sagen, wir schnappen die GoPro und gucken mal, ob wir was sehen unter Wasser. Wir haben jetzt gegessen, haben uns die wunderbaren Angebote von unserem Reiseveranstalter geben lassen. Und wir lagen am Strand und haben uns gesonnt. Und haben einfach die Zeit genossen. Und jetzt geht's für uns wohin? Zum Sonnenuntergang an den Strand. Was für die Frau Mella immer ein... Das Schönste auf der Welt ist, also es gibt Sonnenauf- und Untergänge. Am Strand. Obwohl die Sonne noch ganz schön weit oben ist. Aber wir gehen trotzdem schon mal los, ne? Ja. Ich denke, dass diese Katze versucht, sich eins von den Hühnchen zu reißen. Ich nehme mich mit. Gucke, da ist noch ein weißes, ein weißes. Ein Tier hier kommt noch eins an. Er sagt nämlich mit, ich habe Hunger. Haben wir es endlich zum Sonnenuntergang geschafft und es ist wirklich wieder so toll, wie wir es in Erinnerung hatten. Also wirklich schön. Morgen versuchen wir mal da hinten auf die Landzunge zu gehen. Man kann es da hinten erkennen. Genau. Weil von da aus hat man einen richtig schönen Sonnenuntergang. Genauso wie von der anderen Seite. Ihr seht es hinter der Mella. Jetzt genießen wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang, machen noch ein paar Fotos. Ja, einfach schön. Endlich wieder am Meer. So, Mella, was sagst du zum Sonnenuntergang? Sehr schön, was soll ich jetzt sagen? Das ist schön. Das ist schön hier. Schon gesehen, es gibt ein bisschen Grillzeug. Bisschen Grillzeug. Oh, Grillspieß ist ja richtig.
Irgendwas mit Beach war das. Das Highlight des Gardenia Beach Hotels ist auf jeden Fall der Palmenweg zum Strand. Die Palmenallee. Links gibt es noch so einen kleinen Shop, wo man sich aufblasbare Sachen, T-Shirts, dies, das kaufen kann. Kalte Getränke. Eis. Echt Eis? Frisch. Sonnenbrillen? Wir brauchen eine neue Sonnenbrille. Ich habe hier meine 5 Euro Decathlon-Brille mit. Aber ja. Naja, ich kaufe mir die immer für 5 Euro, weil die relativ gut hält und für nur 5 Euro kostet. Und die kann ich auf dem Fahrrad aufsetzen. Reicht halt fürs meiste. Ich hätte gern etwas Kraut. Danke. Hier werden sich die letzten Hähnchenstückchen gemaust. Vielleicht noch ein bisschen Geschnetzeltes oder Nudeln. So, bei mir gibt's, ich glaube, das ist Zucchini, oder? Mit ja. Reisfüllung. Das ist Zucchini-Gefüllung. Verschiedenes Gemüse in Butter. Blumenkohl überbacken und Auberginen. Voll das Veggie-Essen, wie ich gerade feststelle. Ich habe fast dasselbe, aber ich habe ein Aubergine-Gebab und auch so ein Kohl, irgendwas. Und Hähnchenfleisch vom Grill, das ist sehr lecker. Jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Ein paar Süßspeisen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und die Dame hat ihren Roséwein bekommen. Sehr lecker. Jetzt ist sie glücklich. So macht man Frauen glücklich. Wir haben jetzt Abendbrot gegessen. Das war sehr lecker. Wir haben uns aufs Bett jetzt gechillt, nochmal kurz. Und wir sind irgendwie ganz schön müde. Von was auch immer. Zu viel Sonne, zu viel Wasser. Zu viel Erholung. So, jetzt liegen wir hier und überlegen noch, ob wir dann mal kurz runtergehen und gucken, ob es eine coole Animation gibt. Und wenn nee, dann chillen wir hier einfach weiter. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine gute Nacht und bis morgen. Tschüssi. Tschüssi. Nachdem wir jetzt ordentlich in der Sonne rumlagen und uns tatsächlich noch eine Luftmatratze gekauft haben und Schnorchelzeug und auch schon ausprobiert haben, geht es für uns jetzt an den Strand. Wir gucken uns wieder den Sonnenuntergang an und zwar diesmal auf der anderen Seite, linke Seite der Bucht. Und von dort waren wir damals auch schon und das ist sehr, sehr cool. Deswegen werden sicher sehr coole Fotos und noch ein paar Videos rauskommen. Und anschließend steht für uns noch heute der mexikanische Abend an. Da freuen wir uns auch schon drauf. Wir haben schon die Tänzer gesehen und das scheint eine ziemlich coole Sache zu werden. Endlich mal was los hier, ne? Es wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Ein temperamentvoller Abend. Wir haben es geschafft und den Zugang gefunden. Jetzt müssen wir uns nur noch hier durch den Wald schlagen. Und dann gibt es garantiert ein paar geile Aufnahmen. Oh ja. Tja, wie wir festgestellt haben, gibt es den Lost Place leider nicht mehr. Vor 2-3 Jahren standen hier noch ein paar Hotelruinen rum. Und jetzt gibt es bloß noch Schutt und Asche. Anscheinend haben die alles klein gemacht. Sah auch jetzt nicht wirklich ansehnlich aus, aber war trotzdem ein geiles Fotoobjekt. Schade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Mella sich da rantraut. Die hat gerade gesagt, die macht's. Nicht schlecht. Und jetzt? Weiter näher? Nee, ich habe Angst, dass das hier abfällt. Ich traue dem Stein nicht ganz. Thank you.
bei dem Blick, da möchte man gar nicht weggehen. Es ist absolut traumhaft, wie die Sonne hinterm Berg verschwindet. Ich habe das Gefühl, heute haben sie es ein bisschen gut gemeint mit dem Räucherfaktor. Eindrücken von der Animation verabschieden wir uns jetzt vom vermutlich ersten Teil von unserem kleinen Urlaubsvlog und gehen jetzt auch ins Bettchen, weil morgen steht nämlich für uns eine Bootsfahrt an. Morgen steht für uns eine Bootsfahrt an mit Schnorcheln und so. Das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal hier war, so mit Piratenschiff. Und naja, wir sind mal gespannt. Soll ganz cool sein. Und deswegen verabschieden wir uns, wie gesagt, für den Teil jetzt von dem Urlaubsvlog. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder für euch, wenn ihr gleich das nächste Video schaut. Bis gleich. Also, haut rein. Ciao, ciao.